Einen wunderschönen guten Morgen zusammen zum Webinar Forex Pro Systeme Live Trading. Natürlich mit Mr. Forex Pro himself, Thorsten Helbig. Ich bin ausgeschlafen. Ich hoffe, Sie auch. Von daher will ich gar nicht lang drum rumreden und einmal zum Risikohinweis springen. Denn Sie kennen es alle, das Webinar dient wie immer nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Ja, bitte verstehen Sie keins des gleich Gezeigten als Anlageberatung oder Handelsempfehlung, denn schlussendlich müssen Sie immer Ihre eigenen Entscheidungen treffen und sollten sich da in keiner Weise irgendwie von mir oder dem Referenten beeinflussen lassen. Ja, gut, Thorsten, wenn du soweit wärst, würde ich dir die Möglichkeit geben, deinen Bildschirm zu zeigen. So, als erstes ist mal wichtig, dass wir uns mit dem Spaß von gestern auseinandersetzen. Wir merken die letzten Wochen immer wieder, dass es viel wichtiger ist, einmal ganz kurz zurückzugucken, bevor man nach vorne schaut. So, jetzt seht ihr, wir können auch ein bisschen auf die Lok gucken da, ne? Wenn ich zu langweilig bin, dann könnt ihr hinten schön auf die Sonne und auf die Lok gucken. Der Plan gestern sagte, dass wir hier einmal kurz hier runter wollen und dann nach oben. Hierzu zu diesem Szenario sage ich gleich noch was. Wir wollten einmal kurz hier runter und wollten, haben gesagt, gute Stops für Long-Positionen sitzen unter 1,1087. Plan war, einmal kurz hier runter zu gucken, dann da hoch zu schießen und dann nach unten wegzubrechen. Gestern im Webinar, gestern früh, haben wir dann die erste Position bei der 91 oder bei der 90 gestartet. Hier die erste Long-Position. Die ist dann mit 4 Punkten Verlust rausgeflogen. Dann kam genau bei dieser Kerze hier. Dann kam diese Umkehrformation und wir haben hier den Close bei 90. Wir gucken uns das, wenn ihr möchtet, müsst ihr mir sagen, was ihr wollt. Wenn das gewünscht ist, zeige ich das gerne mal in 1 Minute, wie wir gestern unsere Entscheidung hier getroffen haben. Wenn ihr sagt, es ist euch zu langweilig, ihr wollt eher was anderes, dann könnt ihr mich das auch wissen lassen. Ich mache das Webinar nicht für mich, ich mache das ja eigentlich für den Florian, für den Lutz und ihr dürft dann gerne mal gucken, wie die beiden mich hier jeden Tag quälen. Wir gucken uns das dann gerne mal im 1 Minute an, wo unsere Entscheidungsgrundlage gefallen ist. Das heißt, die erste Position hier runter wurde dann mit 4 Punkten ausgestoppt, 4 Punkten Verlust. Die zweite haben wir dann direkt an der 87, als die erste ausgestoppt war, an der 87 wieder eröffnet und haben hier dann, als das anfing zu laufen, gesagt, Tagesziel raus an der 1,1111. Warum die 1,1111 und nicht hier oben die 1,1135 oder 1,1145 oder 1,1150? Weil danach wollten wir ja da hoch. Dieses Bild haben wir gestern früh schon sehr zeitig gemacht, bevor der Lauf anfing. 1,1111, wir haben 4 Punkte Verlust erwirtschaftet. Muss man ja auch mal hinkriegen, ne? Auch Verluste sind nicht so einfach hinzukriegen. Da gehört schon ein bisschen Anstrengung dazu. 4 Punkte Verlust und dann sind wir bei der 87 wieder rein. Bei der 1,1111 kam dieser Zielbereich hier von uns. Wenn ihr sagt, wenn wir den von unten anlaufen, von der 87 bis zur 11, das sind 24 Punkte, damit haben, oder 24 Pips. Damit haben wir die 4 Pips Verlust, die wir vorher hatten, wieder drin. Die haben wir ausgeglichen. Und wir haben 20 Pips Gewinn. Wer meine Rechnung für meinen Lebensunterhalt kennt, der weiß, dass ich ein 10.000-Euro-Konto mit 3 Standardlot handle und bei 3 Standardlot sind das $30 pro Punkt. Und wenn ich dann 20 Punkte mal $30 morgens um 8:30 oder 8:45 realisieren kann, dann kann ich mich auch danach ganz entspannt ans Steuer setzen und meine Tour fahren, so wie ich das vorhabe. Und so war es gestern auch gedacht.
Ich selber hatte den falschen Chart offen, habe hier für die Analyse immer den Chart ohne Apostroph geöffnet. Und ohne Apostroph, das ist für Nicht-Profis, die sind für mich für den Handel gesperrt. Und als ich dann einen richtigen Chart hier unten gesucht habe, das richtige Chart gesucht habe, war es zu spät. Aber das kann passieren. Wir haben vorgestern aus der ganzen Geschichte hier, da, hatten wir nämlich genau diesen Plan, dass wir gesagt haben, wir wollen da hoch, wir wollen da runter, wir wollen da hoch und wollen dann nach unten weg. Und wir haben am 1. März unser Monatsziel für den März realisiert mit dem Euro und mit dem DAX. Und haben hier gestern am Montag 140 Punkte realisiert und mit der 20-Punkte-Nummer hier gestern schon mal eine ganze Ecke dazu. Das war gestern früh. Und dann kam die Geschichte gestern Abend. Hier sind dann viele verzweifelt in diesem Verlauf, weil er hier zwischen der 95, dann ist er durchgesackt bis an die 71. Ja, auch hier sehen wir Zielbereich. Danach ist er wieder zurück, hat an dem Zielbereich gebremst, hat hier eine Weile Docht und Lunten gebastelt und ist dann nach oben Richtung 1.11.11. Ist dann nochmal runter, hat hier unten einen Doppelboden gebastelt, um dann hier mit einem Spike von der 86 durchzuziehen, hoch bis an das High 43,2. An die 45 wollten wir und dort oben hat er unsere Short Limit, die hier auch geplant war, auf den Punkt genau geholt, um dann direkt zurückzuschießen. Da wir vorgestern 140 Punkte realisieren konnten, habe ich dann beschlossen, meine Positionen hier eine mit plus 20 abzusichern und eine Break-Even abzusichern. Und die plus 20 ist rausgeflogen, die Break-Even läuft noch. Ich könnte jetzt rein theoretisch, wir haben vorgestern, mein Monatsziel sind 200 Pips im Euro-US-Dollar. Wir haben vorgestern 140 Pips realisiert. Ich habe gestern 20 Pips realisiert. Das heißt, wir sind bei 160 Pips. Und wenn ich jetzt diese Position bei der 1.11.02 schließe, dann, wenn ich die zumache, dann ist mein Monatsziel alleine im Euro-US-Dollar komplett für diesen Monat im Sack und ich bräuchte mir um den März keine Gedanken machen. Und wir haben heute erst den 3. Das tut gut, wenn man dieses sichere Gefühl im Nacken hat oder im Rücken hat, weil dann kann man auch viel, viel, viel entspannter reisen. Wenn man sich jetzt dieses Bild hier anguckt, ich schiebe das von gestern Abend mal beiseite. Wir haben gestern zwei Pläne gemacht. Wir haben gesagt, für Long-Position gute Stops sitzen unter der 1.10.87. Der zweite Punkt, den wir gesagt haben, für die Long-Position Tagesziel raus bei der 1.11.11. Und wir haben gesagt, die Hauptrichtung Short. Wenn man so einen Plan hat, wie geht man dann damit um? Wie könnte man den umsetzen? Wie könnte man den realisieren? Los jetzt, Jungs hier, ihr Novizen, Novizinnen aus dem Kloster. Wie kann man sich dem hingeben? Wie kann man das planen? Ich muss das hier ein bisschen im Blick behalten. Ich kann euch nicht die ganze Zeit in den Augen gucken, muss das ein bisschen im Blick erhalten hier. Der Lutz und der Florian hier, die sticheln wieder hinter meinem Rücken. Die wissen gar nicht, wie sensibel ich bin, wie mich das verletzt. Das machen wir auf jeden Fall immer. Na, 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 na. Wie bitte? Das machen wir immer. Immer genau. Schön hinter deinem Rücken. Weißt du doch.
Ja. Wie kann man so einen Plan? Ich meine, der Plan ist ja relativ einfach. Wir haben keine schwierigen Indikatoren drin oder sonst irgendwas. Nichts, gar nichts. Wir lesen einfach oder versuchen aus dem Markt zu lesen, wo könnte der Markt hinlaufen, wenn er eröffnet? Wo sind meine Chancen? Wir rechnen ja hier immer nur mit Wahrscheinlichkeiten. Wir haben ja keine Glaskugel, in der wir irgendwie hier hantieren können, sondern warum zum Beispiel ziehen wir diese Nummer von hier unten nicht durch bis nach oben? Wenn wir schon den Plan haben und sagen Hauptrichtung Short und wir wollen bis da oben hin. Warum? Hier sind fast 200 Leute drin. Ein bisschen Mitarbeit wäre angenehm, ne? Nur ein bisschen. Naja, ist ja keine Pflicht. Ganz einfach. Meine Priorität hat hier mein Tagesziel. Wenn ich mein Tagesziel drin habe, dann bin ich für den Tag erstmal völlig entspannt. Wenn er dann hier oben hinlaufen sollte, dann kann ich von dem verdienten Geld von hier unten ein bisschen was reinvestieren und hier oben wieder ins Risiko gehen. Weil erst hier fängt ja mein Plan erst an zu laufen. Hier oben fängt mein Plan erst an zu laufen. Alles andere ist ja gegen meinen Plan. Hauptrichtung Short. Wir wollen die Kiste von oben nach unten durchziehen. Deswegen kann ich diese Gegenrichtung für eine kleine Position nutzen, ich sage mal, um die Munitionskammer zu füllen, einfach nur um Munition zu sammeln, um hier dann auf die eventuellen Bullen, gegen die Bullen auch genug in der Munitionskammer genug Pulver liegen zu haben. Wenn das hier oben nicht kommt, okay, dann kommt das nicht. Dann habe ich aber hier unten mein Tagwerk vollbracht. Ich habe hier unten mein Tagesziel erlegt. Ich habe mein Geld für diesen Tag verdient. Ich habe meine Arbeit verrichtet. Ich habe mein Ziel erreicht. Wenn er hier oben hinkommen sollte, dann kann ich mich nochmal bemühen, kann sagen, okay, hier kommt auch mal ein fetter Brocken, den hole ich mir jetzt. Aber wenn nicht, okay, dann nicht. Ich weiß, was gestern bei uns in der Community passiert ist. Ich habe das ein bisschen beobachtet, weil viele, glaube ich, und ich wäre dankbar, wenn sich da jetzt mal ein paar dazu äußern. Ich weiß, dass viele gestern darauf gelauert haben, hunderte von Punkten aus dem DAX zu kitzeln. Den gucken wir uns nachher gleich an. Hunderte Punkte aus dem DAX zu kitzeln und haben diesen Plan hier völlig über den Haufen geschmissen, weil es auf einmal langweilig wurde, als wir hier unten rumgeturnt sind in diesem Bereich. Okay, das wird hier oben sowieso nichts mehr. Bla bla bla. Und keiner hat es im Auge gehabt und keiner hat es dann umgesetzt, weil sie gedacht haben, das wird nichts mehr. Wir lernen daraus, dass die Marken, die stehen schon lange vorher fest. Das hier ist das klassische Bild dafür. Meine Aussage ist immer, nicht die News machen Kurse, sondern die Kurse machen News. Wenn News kommt, die beschleunigen die ganze Geschichte, den Verlauf an bestimmte Marken nochmal. Aber diese Marken haben wir gestern früh schon angepeilt. Wir haben gesagt, wir wollen bis da hoch, dort oben wollen wir shorten. Wann das kommt, wissen wir nicht. Aber wenn ich so einen Plan habe, dann geht das mal, geht es schnell, mal geht es ein bisschen langsamer, aber die Marken kommen mit hoher Wahrscheinlichkeit. Wir haben vorhin gerade unsere Wochenendmail verschickt und haben dort unsere Performance vom Februar veröffentlicht. Ich weiß gar nicht, Florian, bist du zum Newsletter angemeldet? Ich habe den bekommen, ja. Da ist eine PDF drinne. Vielleicht magst du die hier zum Download reinziehen. Jo. Okay, Moment. Ich habe
Ich weiß nicht, ob ich dann den richtigen bekommen habe. Ich habe um 7:19 Uhr eine Mail gekriegt. Und die auf jeden Fall. Von mir, Aber ne? da ist, ja. Ja. Das Ding ist verlinkt. Ah, da ist ein Verlink drin. Ah ja, okay, da ist die, ah, okay, das Performance-Ding, ne? Im Ja. Februar. Okay, alles klar, gib mir eine Sekunde, ja. Ich speichere das eben ab und dann ziehe ich das rein. Ach so, sonst mach, sonst Ich mach schon, ziehe alles ich es gut. hier auf den Schirm. Alles gut, ich kann das reinmachen. Okay, ich will die nur zum Download zur Verfügung stellen, damit ihr euch das mal anschauen könnt. Wir haben im Februar im Euro und im DAX mit diesen Setups Ist hier, drin, mit nur zur diesem Info. Setup, wie bitte? Ist online jetzt, also ist reingezogen. Okay. Ja, genau. Wir haben, wenn man da jetzt mal reinguckt, gucken, ob ich das Ding jetzt überhaupt kriege. Ob ich es aufmachen kann. Ja, da ist es. Nee, kann ja jeder selber aufmachen, oder? Wir haben damit eine Trefferquote erzielt. Da haben wir sie. Nur mit diesen einfachen Analysen, mit diesen einfachen Setups. Wir haben ja jemanden, der mir sowas schreibt. Haben wir eine Trefferquote im Euro-US-Dollar von 78%. 78 und im DAX haben wir eine Trefferquote von 73%. Was will ich damit sagen? Ich will jetzt bitte nicht falsch verstehen. Ich will jetzt nicht hier irgendwo mit den Riesenzahlen angeben. Was mir wichtig ist, ist, dass wir merken, dass wir nicht 150.000 Indikatoren oder Regelwerke brauchen. Wir haben gestern Abend im Seminar mal zusammengezählt. Wir haben mit Zielbereichshandel, mit C gleich A, mit unserem Euro Pro, mit ein bisschen Fibo und den übergeordneten zu den untergeordneten Zeiteinheiten und zwei, drei Formationen, Doppeltop, Doppelboden, SKS. Haben wir 8 Regelwerke alleine, die wir handeln können und die wir umsetzen. Wenn ich mit den 7, 8 Regelwerke insgesamt eine Trefferquote von 78 bzw. 73% habe, dann gibt es für mich nur eine Entscheidung, nämlich genau mich mit diesen Regelwerken, die ich habe, immer mehr zu beschäftigen, die immer mehr zu intensivieren und mir die immer genauer reinzuziehen, um mein CRV zu verbessern. Je intensiver ich mich damit befasse, je genauer ich mir das angucke, desto besser treffe ich die Einstiege, desto besser kann ich so eine Position managen. Desto besser ist mein Chancen-Risiko-Verhältnis. Das heißt, mein Risiko wird immer kleiner, meine Chance wird immer besser, meine Einstiege werden besser, meine Ausstiege werden besser und somit habe ich ein immer besseres CRV und bin viel entspannter. Hier geht es nicht darum, die Riesensummen zu bewegen und Hunderttausende an Geld zu verdienen oder Tausende an Geld zu verdienen, sondern hier geht es darum, und davon reden wir nicht nur, sondern das leben wir. Hier geht es darum, Freiheit und Freizeit zu erarbeiten, damit man das Leben auch noch ein bisschen genießen kann und nicht den ganzen Tag vom Chart hockt, um irgendwas zu hier noch eine Position rauszukitzeln, da noch eine Position rauszukitzeln, hier noch ein Regelwerk und hier noch ein bisschen was umstellen. Und wenn dann das. Bitte, ich will es nicht sagen, appellieren oder so, aber ich sage mal, ich halte das hier mit unserer Community so wie beim Skilaufen mit einem Skilehrer. Ich mache das nur durch Vorleben.
nicht großes Labern, sondern einfach durch Vorleben. Und ich lebe entspannter und besser und schöner, wenn ich mir morgens zeitig einen Wecker stelle, aufstehe, mir so einen Plan mache und mich an diesen Plan halte. Okay, genug der, darf man fragen, welche Performance im Jahr erwirtschaftet wird, wenn im Monat schon im Februar 220%. Du kannst mir gerne eine Mail dazu schicken, Liam. Kannst mir gerne eine Mail dazu zusenden. Ich muss jetzt lügen, kurz vor Weihnachten, am 22. oder am 23. Dezember haben wir ein Webinar abends gemacht, wo wir das letzte Jahr komplett auseinandergepflückt haben mit der kompletten Performance, auch mit einer PDF dahinter. Wir haben letztes Jahr knapp 1000 Positionen gehandelt. Ich glaube, 994 oder 996 Positionen haben wir gehandelt. Die sind dort alle verfügbar und dort ist auch die Jahresperformance zu sehen. Wir haben immer ein Jahresziel im Euro-US-Dollar von 2000 Pips und wir haben letztes Jahr knapp 4000 gemacht. Im DAX haben wir kein festes Ziel, weil der ist für uns on the top. Aber wir haben letztes Jahr 13.000 Punkte im DAX zu den knapp 4.000 Pips noch gemacht. Okay, wir haben hier die Auswertung von gestern ist klar, oder? Sind Fragen dazu? Ich weiß nicht, inwieweit ihr das erkennen könnt, aber da ich einen, hier läuft nur gerade die Frage, guten Morgen, darf man fragen, wie funktioniert der Handel während dem Tag? Sie sind ja unterwegs. Ganz einfach. Wir haben hier noch nichts fertig. Wir müssen nur einen Plan machen. Ich kann hier noch nicht draufdrücken. In dieser Range können wir noch nichts machen. Ich mache jetzt mal Folgendes und ziehe hier mal was rüber. Wenn ich unterwegs bin, dann habe ich ein Smartphone. Und dieses Smartphone, das klemmt bei mir auf dem Armaturenbrett. Da ist es. So ein Teil, achso, das könnt ihr jetzt gar nicht sehen. Aber so ein Smartphone kennt ja jeder. Wir sind gestern 700 Kilometer gefahren und hier kann man sehen, auf Slack begleite ich unsere Community. Okay? Morgens macht unser Lutz, macht hier den Blitzer oder jemand anders aus der Community und veröffentlicht diese Bilder. So wie hier, gestern Morgen, 8.16 Uhr. Das ist der Ausschnitt aus dem Webinar von gestern früh. Wurde dieses Bild veröffentlicht, als wir hier unten long gehen wollten, so werden diese Bilder bei uns veröffentlicht, damit die, die nicht am Webinar live teilnehmen können, trotzdem auf den Chart gucken können und sehen, was wir dort machen. Hier ist dann um 8.34 Uhr ist die Long-Position, die wir hier gestern dann platziert haben und die wir dann an der 1.11.11 rausgeschmissen haben. Wenn ich dann im Auto sitze und fahre, dann haben wir zwei Möglichkeiten. Entweder schaffe ich es nebenbei was zu schreiben. Ansonsten seht ihr, wenn ich eine Position eröffne, hier oder verziehe, dann kommt hier eine Nachricht auf Slack. Wenn ich dann fahre und nichts machen kann, wir haben gestern zum Beispiel den DAX am Nachthoch geschortet, das war der Plan gestern früh, den gucken wir uns gleich an, dann diktiere ich während der Fahrt meiner Frau das, was ich sehe. Ich habe den Chart auf dem Armaturenbrett laufen und meine Frau tippt das dann während der Fahrt dort rein und erklärt dann, was ich mache oder was wir gerade tun. Und dann, wenn ich wieder stehe und wieder selber schreiben kann, dann tue ich das hier.
Wir haben ein Positionstool, wo diese ganzen Positionen alle einzeln eingetragen werden. Und wenn die eingetragen sind, werden die hierher auf unsere Kommunikationsplattform von Slack geschossen, so dass das auch für jeden transparent und nachvollziehbar ist. So begleiten wir. Das kann ich aber nur machen, wenn ich so wie gestern hier einen Plan habe. Wenn ich einen fertigen Plan habe, so wie den, den ich hier gestern gemacht habe, da habe ich diese Marken, diese Zahlen, habe ich im Kopf. Die merke ich mir. Wenn ich sie mir nicht merken kann, schreibe ich sie auf. Und wenn ich dann unterwegs bin, dann sitzt diese Zahl wie die 1,1145. Wenn ich mir morgens die 1,1145 in die Birne gerasselt habe, dann ist die wie eingemeißelt. Nein, meine Frau schreibt sie mir nicht mit einem schwarzen Edding auf die Stirn, sondern ich nagel mir das Ding in den Kopf. Und dann weiß ich genau, wenn ich dann, ich habe bei mir auf dem Armaturenbrett hier diesen Ausschnitt ziemlich groß gezogen vom Stereo-Trader. Ich bin mit meinem VPS, mit dem Stereo-Trader und mit meiner Handelsplattform verbunden. Und diesen Bereich hier, den ziehe ich groß, dass ich diese Zahl hier sehe. Und wenn dann auf einmal die 1,1143, 1,1142 aufblinkt, dann weiß ich sofort, okay, an der 45 war ein Zielbereich, bei der 42 hast du eine Short-Position platziert. Jetzt musst du einmal kurz gucken. So, und dann sehe ich, wo die Position ist, überprüfe das kurz, ob der Stop richtig sitzt und der Rest ist dann automatisiert. Deine Frage damit beantwortet, Thomas? Thomas H. Nicht ganz. Dann formuliere sie aus. Wir sind ja hier, um Fragen zu beantworten. Wir haben hier jetzt diesen Verlauf von gestern und der, ich will nicht sagen, der bringt das Ganze etwas ins Wanken. Das wäre jetzt falsch gesagt, weil wir sind hier immer noch short unterwegs. Das war unser übergeordneter Plan. Wir sagen, wir wollen von da nach da. Das ist A, das ist C. C ist länger als A. Damit ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass Bewegung E noch kommt. Ob Bewegung E bis hierher geht oder bis zur 1,0992. Wir haben die ganze Zeit welche Marke unten aufgerufen. Hier, Novizen, Novizinnen. Welche Marke haben wir unten aufgerufen die ganze Zeit? Wo wollen wir hin? Im Euro 1,10. Sehr schön. 1,10 wollen wir hin, weil wir haben hier unten das nächste Ziel an der 1,0992. Das Zwischenziel war markiert hier mit diesem Tief da. Bei der 58, also circa bei der 60, die hat er gestern mit einem sauberen Doppelboden hier zweimal angelaufen und das letzte Mal gestern späten Nachmittag ist er dann direkt darunter geschossen, bevor er diese Nummer oben gemacht hat. Wir haben immer noch eine Chance, hier runterzukommen an die glatte 1,10. Deswegen habe ich die zweite Position von gestern auch drinne gelassen. 1,10,02, genau, weil die 1,10 könnte durchaus eine harte Nummer darstellen und mein Take Profit geht 2 Punkte darüber, von der 1,11,42 kommend. Sind die Positionen dann automatisiert eröffnet oder öffnen Sie die Positionen dann händisch? Heißt die Frage, wenn ich so einen Plan so wie gestern habe, ich lasse mal unsere Community antworten. Wie eröffnen wir so eine Position? Wenn wir so einen Plan hier haben, wie eröffnen wir so eine Position? Vielleicht kann der ein oder andere ja mal für mich antworten. Ganz kurz, dann kann ich mir derzeit noch einen Kaffee holen. Ist ja nicht so weit, muss ja nicht in die Küche laufen. Habe die Kaffeemaschine hier im Wohnmobil vor der Nase. Ja, das war der Kühlschrank. Da steht auch Milch drin, nicht nur Bier.
Ja, ein Bier liegt da auch mal ab und zu. Aber ich habe ja eine Idee für die, die jetzt hier Fragen haben, wie läuft das, wie begleitet ihr, wie macht ihr das? In 14 Tagen ungefähr werden wir alle Webinare aus diesem Quartal, werden wir, also bis zum Ende des Monats, werden wir kostenfrei zur Verfügung stellen. Wir werden die Webinare alle ab dem 15. ungefähr, wir machen mit den letzten 2 Wochen spätestens, stellen wir die letzten 4, 5 Webinare kostenlos zur Verfügung, dass man kostenlos daran teilnehmen kann. Nee, du siehst die anderen, die Teilnehmer der anderen Antworter, der anderen Teilnehmer logischerweise nicht. Stefan schreibt Limit Pullback, der Lutz schreibt LPO an die Linie, der Markus per LPO, der Roland sagt Umkehrmuster suchen oder auf Umkehr warten, Limit Order am Zielbereich platzieren, je nachdem, wie man Zeit hat, wenn man vor dem Rechner sitzt, dann manuell den Einstieg, genau. Oder Market am Smartphone reingehen, genau so ist es. Positionen werden automatisch im Euro eröffnet und der Ralf K. Order im Markt nach Plan, zum Beispiel Limit Pullback. Genauso ist es. Wir haben 2 Möglichkeiten. Entweder lege ich mir hier, wenn ich fahre, wenn ich weiß, ich bin diesen Tag fast den ganzen Tag am Steuer und fahre, dann lege ich mir hier eine Limit Pullback hin. Ich arbeite auf einem Server bei Contabo. Das sieht man vielleicht sogar. Hier, ich arbeite bei Contabo, habe mir dort einen dedizierten Server zugelegt. Da drauf läuft meine Plattform und ich gehe da drauf, kann man sehen, ja, ne? Über Remote Desktop. Microsoft Remote Desktop, darüber bin ich verbunden und wenn ich am Steuer sitze, dann drücke ich auf den Icon auf dem Smartphone und bin dann mit dem Server hier verbunden und habe dann den Stereo-Trader auf meinem Smartphone laufen und drücke dann. Entweder sehe ich hier eine Limit, auch der Ton wird auf mein Smartphone übertragen. Da muss ich nicht die ganze Zeit hinglotzen, sondern wenn das Ding dann läuft und die Position wird eröffnet, höre ich es in meinem Smartphone bimmeln und dann weiß ich, wo ich hingucken muss. Dann arbeite ich mit einer Limit Pullback. Wenn ich das nicht gemacht habe, habe ich die Kurse im Blick. Wie gesagt, diese Marken merke ich mir und dann, wenn die Marken angelaufen werden, nur ganz kurz, kann es auch passieren. Ich habe ja die gleiche Möglichkeit, so wie hier zu handeln. Die gleichen Möglichkeiten habe ich auf dem Smartphone und dann drücke ich dort auf den Knopf und gehe einfach Market rein. Die Stop und Limit ist hier immer voreingestellt. Und ich sage, okay, 10 Punkte Stop, 20 Punkte Take Profit. Die sind voreingestellt. Das sind die Grundeinstellungen, mit denen ich dann in dem Fall in den Markt gehe und die kann ich dann auch verfeinern. Und zur Not muss ich einfach mal rechts ranfahren. Was ja auch geht. Okay. Machen wir uns einen Plan für heute. Wir haben zwischen Rot und Blau haben wir eine Spanne von 30 Punkten. Damit haben wir keine Sperrzone heute, sondern wir müssen, ach so, ich muss das einmal ganz kurz hier zusammenziehen, weil wenn wir jetzt hier mal auf diese Muster gucken, ich ziehe das einmal zusammen, meine lieben Paternoster, wenn wir uns das jetzt hier zusammenziehen, was könnte diese ganze Geschichte hier jetzt verunsichern? Oder was könnte hier ein bisschen was über den Haufen schmeißen? Was sehen wir? Was können wir aus diesem Chart jetzt lesen? Bitte, Thomas, wenn du eine Frage hast, kannst du gerne eine Mail schicken an die hallo@forexpro-systeme.de. Dann können wir einen Telefontermin vereinbaren oder du rufst mich an unter der 0151 2 1 2 3 4 5 1 1 unter dieser Nummer. Aber so blind anrufen ist manchmal schwierig.
mich dann zu erreichen. Du bist nicht der Einzige. Aber wir können gerne so eine Frage miteinander angehen. Okay, hier kommen die ersten Antworten. Der Doppelboden könnte gefährlich sein. Doppelboden könnte gefährlich sein. Wir haben eine Range. Was sehen wir noch? Was müssen wir im Auge behalten? Worauf müssen wir achten? Wir wollen aus dem nackten Chart lesen. Wir wollen nur aus dem Chart lesen. Zack, nehm einfach mal alles raus. So einfach geht das. Was sollte Achtung, was sollte uns? Okay, fangen wir erstmal an. Was haben wir gerade für einen Trend? Heiko. Heiko, Thomas, Roland, Robert. Hier, unsere Seminarjungs. Was haben wir für einen Trend? Sofort, komm, wir wollen skalpen, wir wollen schnell sein. Was haben wir für einen Trend? Haben wir einen Trend? Es gibt keinen Seitwärtstrend. Wir haben immer einen Trend. Es gibt eine Seitwärtsbewegung, aber es gibt keinen Seitwärtstrend. Und das hier ist im Moment immer noch unsere letzte Bewegung. Alles, was danach kommt, sind Korrekturen. Wir haben eine Seitwärtsphase, aber in einem Trend. Das hier ist die letzte Bewegung, das ist eine Aufwärtsbewegung, solange wir nicht unter dieses Tief gehen. Wir haben jetzt alles kaputt gemacht. Wir haben hier die letzte Abwärtsbewegung, sind dann hier hochgelaufen, hier wieder runter, sind nicht unter diesem Tief und haben hier ein neues Hoch. Und damit ist das hier alles Rauschen innerhalb von dieser letzten Aufwärtsbewegung. Ganz einfach. So viel dazu. Das Gefährliche, was man hier jetzt erkennt, wo man eben mit Shorts zum Beispiel vorsichtig sein sollte oder was man beachten muss, ist, dass wir, wenn wir hier einen Fibo drauflegen, das ist ja die federführende Bewegung hier, wenn wir da jetzt einen Fibo drauflegen, dann sehen wir, dass der erste schwere Move da. Wir eiern hier jetzt ein bisschen rum. Ich würde jetzt ganz kurz mal auf Pause drücken, nur den Bildschirm ganz kurz pausieren lassen, nur für euch, damit ihr nichts seht. Und genau, und werde jetzt nur schnell meine Position schließen im Euro-US-Dollar. Ich steige aus, weil ich mein Monatsziel drinne habe. Vielleicht kann der Lutz das auch mal schnell auf Slack schreiben. Bitte, würdest du das tun? Gut. Ich trage das nachher im Positionstool nach, wenn ich das Webinar beendet habe. Aber ich schließe jetzt meine Position. So, meine Euro-Position ist raus und damit ist mein Monatsziel von 200 Punkten, nämlich im Euro, realisiert. Wir haben diese extreme Aufwärtsbewegung, die ist momentan federführend, die ist der Dirigent hier. Diese wurde auf den Punkt genau bis 76 auskorrigiert, um dann nochmal Schwung zu holen und dann wieder runter zu gehen. Und jetzt turnen wir hier an der 90 rum, direkt an der 61,8. Das, was sich hier gerade ausbildet, was ist das? Was sehen wir hier? Okay, was haben wir noch? Wir waren hier hängen geblieben. Wir waren dabei, okay, das kann eine bullische Flagge werden. Was spricht noch gegen die Shorts? Warum bin ich jetzt ausgestiegen? Ich muss fairerweise sagen, ich habe heute Morgen keine Analyse gemacht im Vorfeld, sondern ich mache die jetzt hier mit euch zusammen. Warum bin ich jetzt ausgestiegen?
Jemand eine Idee? Wir haben, ich fasse das mal zusammen, wir haben hier im H4 dieses Tief erreicht. Das war das erste Tief. Das ist diese A-Bewegung hier auf E dupliziert. Das ist die dritte Abwärtsbewegung. Die hat es hier erwischt und auch abgearbeitet. Das ist das Erste. Das Zweite ist, wir haben unter diesem Tief hier, unter diesem haben wir ein nachlaufendes Tief. Das ist auch abgearbeitet. Wir haben mit diesen beiden Tiefs von gestern, haben wir hier einen Doppelboden. Dieser Doppelboden wird hier oben drüber aktiviert. Und zwar haben wir hier unsere Nackenlinie bei 1,1120 circa. Da entsteht die Nackenlinie oder ist die Nackenlinie entstanden. Wenn wir uns diese Geschichte jetzt hier reinziehen, dahin, dann wird der Doppelboden bis dort hoch, bis zur 1,1185 circa aufgelöst. Das sind 100 Punkte nach oben. Da ich diese ganze Geschichte jetzt nicht riskieren will, habe ich lieber erstmal mein Monatsziel eingefahren. Das heißt, wir haben hier einen Doppelboden. Wir haben erstens einen Doppelboden. Wir haben zweitens im H4 und im H1 C gleich A komplett in drei Wellen abgearbeitet. Und wir haben hier im Moment eine bullische Flagge. Das heißt, wir müssen uns heute hier zwei Pläne machen. Und der eine heißt, wir gehen, den mache ich jetzt in Rot, der basiert auf diesem Doppelboden. Hier schreibt doch tatsächlich jemand, der DAX ist gerade interessant. Das mag sein, dass für dich der DAX interessant ist. Für mich, wir sind Forex Pros. Wir sind die Forex Pro Community und für uns steht der Euro US-Dollar im Vordergrund. Ich habe es vorhin gerade am Anfang erklärt, wir sind nicht darauf aus, die Hunderttausenden einzukassieren oder die 100.000 Punkte hier zu machen, um ja so viel Geld wie möglich nach Hause zu bringen, sondern ich will morgens entspannt mein Tagesziel einfahren, um dann zu sehen, um meinen Tag danach in Ruhe zu verbringen. Das heißt, wir können hier noch einmal runter unter dieses Zwischentief da und dann nach oben wegziehen, erstmal bis dahin. Das ist Plan A in grün, den mache ich auch in grün, weil wir hier oben das Ziel haben von den Grünen. Da. Dann können wir bis dorthin, ich würde sogar sagen, bis zur 1,1171 wäre dann die Chance, hier bis zu dieser Marke, da ist unser Zielbereich, ab da sollte man vorsichtig werden. Es darf geknipst werden, wenn ihr möchtet. Dazu kommt, ich mache das jetzt nur für die Marken, nicht für das Zeitfenster. A gleich C kommt und wir da unten gestartet sind, ergibt sich daraus hier genau das gleiche Ziel. Ja. Ich nehme A nochmal von unten. Lutz knipst, oder? Danke, dann haben wir hier A, dort haben wir gleich C, da oben können wir dieses Ziel anlaufen, die 1,1172 bis zur 1,1185. Die schreibe ich hier mal rein.
Long Ziele 1,1172 bis 1,1185. Die mache ich auch schön Annalena freundlich. Da, das ist die grüne Route und die rote Route, nicht die rote Ute, die rote Route. Ihr seid böse. Zack, gehen wir nämlich nicht, eventuell nur noch ganz kurz darunter. Dann einmal noch ganz kurz da hoch. Und stürzen von da aus direkt ab mit Ziel, Short-Ziele. Short-Ziel 1,10,02 immer noch. Und hier wäre da der Short-Einstiegsbereich. Short-Entries bei Umkehr. Circa 1,11,30. Dieser Bereich ist heute etwas schwerer zu definieren als sonst, aber ich würde den in diesem Fall nämlich genau hier markieren. Und den mache ich jetzt auch nur noch mal rot. Damit man das auch besser erkennen kann. Okay, den Plan verstanden. Der Beginn des zweiten Rechtecks, das hier meinst du wahrscheinlich, Christian, der Start ist da, an diesem Tief. Aber auch erst dann, wenn diese Flagge hier nach oben verlassen wird. Die ist noch nicht nach oben verlassen. Noch sehen wir hier rein optisch, hier sehen wir genau das bullische Szenario noch. Warum soll er nochmal an die 1,1077 gehen, um dieses Tief hier noch abzufackeln? Diese Jungs hier, was haben wir hier, mein lieber Thomas, mein lieber Roland, was sehen wir hier? Wir sehen hier eine lange Lunte und lange Lunten bieten in der Regel guten Widerstand. So, da liegen jetzt ein Haufen Stops, die nächsten liegen dann da unten und deswegen kann das hier einmal ganz kurz abgearbeitet werden. Wenn sich der Markt mit diesen Lunten hier begnügt und mit diesem Zielbereich, dann spiked er nur ganz kurz hier drunter. Wenn wir hier drunter schon aufgefangen werden, dann gehen wir nochmal hoch und fallen dann runter. Wenn wir hier unten gleich alles abräumen in einem Rutsch, dann ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass wir nach oben ziehen. Welche Route ich selber bevorzuge? Das entscheide ich dann, wenn wir hier unter der 1,1090 gelandet sind oder landen. Wenn wir ganz kurz einmal da drunter gucken und dann entscheide ich, werden wir hier aufgefangen und gehen gleich wieder zurück. Das heißt, nur ein kurzer Spike da durch und gehen wieder zurück. Dann werde ich die grüne Route oder die Long-Route hier bevorzugen. Und ansonsten warte ich, bis wir hier oben in diesem Bereich sind und suche mir dann die Short-Route. Da beide Möglichkeiten heute da sind, werde ich mich wohl eher
damit begnügen, heute eine einfache Position zu haben. Ich werde keine doppelten Positionen in den Markt bringen, im Euro jedenfalls nicht, weil wir hier diese Unsicherheiten haben. Okay, alles klar für den Plan, dass wir nochmal kurz auf den DAX gucken. Daumen hoch, Daumen runter. Ja, nein, reicht mir vollkommen. Ich brauche keine Ausführungen, will nur wissen, was Fragen sind. Gestern habe ich 8-mal gefragt, ob jemand Fragen hat, ob alles verstanden wurde und. Ich habe keine Antwort gekriegt und dann hat dieses geile Setup gestern hier, diese Nummer nach unten, hat keiner gehandelt. Okay, ein kurzer Blick. Geknipst ist auch alles. Lutz B. vom Bodensee. Gut, dann haben wir es ja. So, hier ist das genau die gleiche Geschichte. Wir haben hier eine bärische Flagge. Diese wurde nach unten verlassen. Danach hat diese hier nach oben gedeckelt. Dann ging es wieder nach unten, hat sich hier lang gehangelt. Dann wurde die nach unten verlassen. Und jetzt geht das natürlich nicht. Aber jetzt haben wir hier genau ein ähnliches Spiel. Seht ihr das? Wieder so einen Kanal gebaut, der jetzt gerade nach unten verlassen wird. Und wenn wir jetzt diese Bewegung nehmen und die hier nochmal nach unten duplizieren, da diese letzte Bewegung noch nach unten nehmen, dann landen wir hier unten bei der 13.600 ungefähr. Und hier wartet aber unten immer noch die 13.400 bzw. 13.378. Bei der 13.400 werde ich alle Positionen, die ich im Markt habe, werde ich dort unten erst einmal rausschmeißen, weil, und so lange bleibe ich auch short, weil wir hier, nochmal jetzt mit diesen Linien hier rausschmeißen, ne? Oder ich probiere mal einen neuen Chart aufzumachen. Ich kann ja noch einen D30 aufmachen, siehst du. Zum Zeichnen ist der ja noch gut genug. So, ich will auch nur zeichnen, deswegen den D30. Wir haben im DAX hier oben die Kante. Wir haben dort ein sauberes Doppeltop fabriziert. Wir haben aus diesem Doppeltop hier unten dieses Tief bei der 900 circa. Ich mache ganz bewusst circa Marken. Und wir haben hier unten bei der 14.820 ungefähr. Ich mache das jetzt nicht so genau. Genau, hier draus ergibt sich nämlich für uns diese Geschichte von da oben hier runter und von da an dann dupliziert diese ganze Geschichte hier an die Abrisskante, die ja auch erfolgt ist und auch bestätigt wurde. Wir sehen hier in diesem Rücklauf, erst wurde die 14.8 bestätigt, dann sogar die 14.9 bestätigt. Und daraus ergibt sich hier unten aber dieses Ziel bei 13.300 und schieß mich tot, also circa 13.400. Und wenn und dieses Ziel deckt sich auch mit diesem Bereich hier, mit diesen Hochs hier und mit diesem letzten Tief. Und wenn das einmal angelaufen ist, werde ich alles wegschmeißen
an Shorts, was ich im Markt habe. Gibt es den DE40 Mini? Okay, das hat ja der gute Florian jetzt gerade alles erklärt. Also das hier sind meine Pläne und wir haben hier den im H1 immer die gleiche Geschichte, dass wir hier auf jeden Fall erstmal runterziehen können bis dahin und unten wartet die 13.400 bzw. 13.378. Gestern war unser Plan, dass wir hier oben an dem Nachthoch shorten und dann nach unten ziehen, was auch in zwei Positionen hervorragend geklappt hat. Hier ist er dann einmal ganz kurz nach oben ausgebrochen. Es kann durchaus sein, dass er hier oben so eine Nummer ganz kurz abzieht und abräumt, aber um dann auch wieder nach unten wegzuziehen. Wir haben das Low aus der Nacht bei der 43. 42 oder 43 haben wir das Tief und wir waren jetzt schon bei der 20. Unter der 42 oder 43 wird es heute Morgen böse. Dann werden wir wohl Richtung 13,6 gehen, wenn nicht sogar 13,4. Oben drüber hätten wir viel Luft, aber bevor ich noch zwei, dreimal rausfliege, wir sind ja auch im Großen und Ganzen durch. Wir sehen uns ja nächsten Donnerstag wieder. Vielleicht können wir dann sogar ein paar Bilder mitbringen von Nordlichtern oder so. Die Pläne sind ja klar, die haben wir hier, glaube ich, offengelegt. Und dann warten wir mal ab, was uns der Markt heute hier zeigt. Und damit sage ich erstmal Tschüss, wir sehen uns wieder nächsten Donnerstag. Danke, dass ich da sein durfte. Und viele Grüße an unsere Paternoster und ganz viele Grüße an unseren an Florian und Grüße nach Ratingen zu dem Rest des Teams. Tschüss, tschüss, moin, moin, euer Thorsten. Danke dir, Thorsten. Schöne Grüße auf jeden Fall zurück von mir und auch vom Nelson. Soll ich nochmal bestellen? Ist ja schon ein bisschen her, dass du den gehört hast. Von daher, ich habe nichts hinzuzufügen. Passen Sie auf Ihre Positionen auf, bleiben Sie alle gesund und dann hören wir uns nächste Woche Donnerstagmorgen wieder. Bis dahin, ciao, ciao.